Shop-Trailer ist da, Leute. Ich reagiere auf den Trailer. Was? Oh mein Gott. Ah! Wie viele Booster es gibt, Leute. Es gibt eine Umkleidekabine. Oh mein Gott. Guck mal, wie cool diese Shakes sind. Oh mein Gott, ich kann jetzt Starbucks machen. Hey Leute, was geht? Kennt ihr euch über Spiel Apps und Games? Und Leute, ich bin ein Tuckerburger und heute gibt es keine Lifehacks, sondern Local Shop Trailer ist da, Leute. Es ist bald eine neue Location und ich glaube morgen. Also theoretisch, wenn es jetzt alles nach Plan wäre, dann glaube ich, kommt diese Location tatsächlich morgen. Wenn nicht, dann ist sie schon rausgekommen, aber es ist egal, Leute, weil heute ich reagiere auf den Trailer. Also, Leute, es ist schon ein Trailer rausgekommen und ja, ich habe noch den Trailer nicht geguckt, aber ich habe mir ein bisschen schon gespoilert, was es ist. Und ich weiß ungefähr, worum es geht. Und oh mein Gott, Leute, ich freue mich so krass drauf. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt einfach nur mal meinen Trailer angucken und ein bisschen vielleicht mal gucken, was es noch alles so gibt. Oh mein Gott, Leute. Also, ich fange mal an. Tucker. Okay. Es geht aber doch alles zu schnell. Was? Oh mein Gott. Also, ich weiß es. Wir haben quasi... Das ist ja das, was ich schon einfach nur so oft mal wirklich mal gebaut habe. Auch in unseren Build Battles, Leute. Das ist eine Location, wo wir einen Shop machen können. Wir können Shops machen. Und hier ist ein Kaffeeshop. Warte mal. Was gibt's? Ein Klo. Oh mein Gott. Something different is coming to Home Designer. Das ist was anderes. Ein Home Designer, Leute. Und wir haben Shops da. Wir haben Posters da. Wir haben einfach nur... Ah! Oh mein Gott. Warte mal. Wie viele Poster es gibt, Leute. Es gibt extrem viele neue Poster. Es gibt eine Umkleidekabine. Oh mein Gott, das habe ich so lange... Darauf habe ich so lange gewartet. Es gibt eine Umkleidekabine. Es gibt ein PC, was andersherum steht, was halt extrem gut da reinpasst. Es gibt Schaufensterpuppen, es gibt einen Kassenapparat. Oh ja, oh mein Gott, warte mal, ich muss doch mal gucken. Ich möchte sehr gerne, das Problem ist gerade, dass ich das gerade alles im Spiel gucke, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Okay, wir haben, ich sehe da schon, ich sehe mindestens drei neue Teppiche. Oh mein Gott, wir haben einen Geldautomaten da. Wir haben, glaube ich, so eine Piepsanlage. Wir haben einen Kassenapparat. Wir haben Überwachungskamera. Wir haben, glaube ich, das ist so eine Musikanlage. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Was gibt's noch so? Natürlich haben wir Schaufensterpuppen, noch mit allen sehr vielen anderen Zeug. Ich glaube, so auch so Brillenständer, die ganzen Sales-Ständer. Leute, ich will einfach nur... Es ist gerade so krass, dass ich diese Sachen nicht mehr aus anderen Shops rübertragen muss, weil es einfach nur da schon alles gibt. Ich bin so krass hyped. Ich bin so geflasht. Es gibt ein Menü und es gibt so viele Poster, die man halt einfach nur reinpacken kann. Create a store, that's unique. Yes, ich möchte ein Store machen. Okay, man geht quasi rein in den Store. Man kann sich umkleiden. Man kann, ja, was auch immer. Boah, das hängt alles so krass, ne? Das ist ja wirklich ein Problem bei mir gerade. Wir können uns umkleiden. Mit der kleinen Junge ist da. Jemand ist verliebt. Oh, und die Mutter steht da und guckt, überwacht sie mal. Oh mein Gott, okay. Überwachungskamera ist da, diese Piepsanlage. Diebanlage quasi, damit man nichts steht. Oh mein Gott, und es gibt so eine draußen Area, was man noch hier machen kann. Es gibt neue Rezepte, Leute. Es gibt so Lemon Tarts. Oh mein Gott, Mix and Match around the world. Den muss man ein bisschen mixen, matchen. Irgendwas, ja, so habe ich es früher gemacht. Die ganzen Sachen mal wirklich alle mitgenommen. Oh mein Gott, und so sieht das aus. Warte mal. Oh mein Gott, ich hab's. Okay, es ist wirklich so ein Shop. Wie cool ist das denn? Oh, das sieht extrem süß aus. Und Leute, okay, warte mal, ich muss hier einfach nur alles nochmal nachgucken, was es hier noch alles gibt. Guck mal, wie cool diese Shakes sind. Oh mein Gott, ich kann jetzt Starbucks machen. Ich kann jetzt Starbucks machen. Ich kann jetzt...
Starbucks machen in Tokaboka. Endlich mal, Leute! Endlich mal! Ja, okay, das sind die Sachen, die wir kennen. Okay, warte mal, es gibt 1, 2, 3, so eine 3-Area. 4, 5, oh, wir haben 5. Ja, ja, Leute, wir haben 5 Räume. Und es gibt so viele, auch Theken und so, auch Kassentheken und so, auch andere. Wir können auch ein Café machen daraus. Und hier so noch so ein Storage Area, was irgendwie ein bisschen nicht gut aussah gerade. Crumpets, ich frage mich so, ob da neue Crumpets, ne, das ist ja Home Designer. Das sind keine Crumpets, glaube ich, gehe davon aus. Ja. Oh, möchtest du was? Okay, okay. Irgendwie, love is in the air, ein bisschen Liebe. How will you design your shop? Wie würdest du deinen Shop einrichten? Oh mein Gott, ja, das habe ich mir schon die ganze Zeit gefragt, weil das ist einfach nur das, was ich schon so oft gemacht habe. Einfach nur einen Shop gemacht. Okay, das war's. Und ich bin extrem hyped, Leute. Es ist so cool. Oh mein Gott, einfach nur wirklich, es ist so ein bisschen surreal. Es ist so wirklich halt so, als ob das halt, oh, nee, ich erwürde, ich möchte es nicht von. Okay, das heißt Local Shop. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißen wird. Ja, ein Shop, lokaler Shop, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass die Übersetzung ein bisschen anders da ist. Aber Leute, das Ding ist, es ist so komisch, jetzt einfach nur so einen Shop im Home Designer zu sehen, weil ich einfach nur schon so oft halt diese Sachen von irgendwo geklaut habe und so die ganze Zeit irgendwie so rübergetragen haben. Von Pompernhaus, von den Supermärkten, einfach nur die ganzen Sachen mal mitgenommen. Leute, es ist so cool und wir werden auf jeden Fall noch ein Build-Battle daraus machen. Ich werde auf jeden Fall noch morgen oder wann auch immer das online kommt, diese ganze Shop. Ich werde auf jeden Fall, Leute, noch die ganzen Sachen mal angucken. Vielleicht versuchen, was zu bauen. Vielleicht baue ich das mal in einem anderen Video oder so. Machen auf jeden Fall Build-Battle mit Claudio oder René. Machen auf jeden Fall extrem viele Shops. Wir können noch ein Café machen. Wir können noch Supermarkt machen. Wir können auch einen Kleidungsstore machen. Leute, ich bin halt extrem hyped. Ich möchte vielleicht noch mal ein bisschen reingucken, ob ich vielleicht noch irgendwas Cooles finde. Was ich auf jeden Fall noch nicht gesehen habe. Ich finde es auch richtig cool, dass wir so diese Signs haben. Wie heißen die nochmal? Diese Schilder. Wir haben Schilder. Wir haben extrem viele Poster, die wir auch aufhängen können. Wir haben auch neue Häkchen, ich glaube. Also so wie ich das gerade verstanden habe. Wir haben neue Häkchen, wo wir auch Kleidung anbringen können. Wir haben extrem viele neue Lichter. So LEDs-Lichter. Auf jeden Fall, glaube ich, was so WLAN-Zeichen aussieht. Das habe ich mal gesehen. Und so ein Stern. Was auch extrem süß ist, Leute. Wie gesagt, wir haben, ja, okay, das alles habe ich ja schon gesehen. Wir haben ein Menü, wir haben Store Open. Das Problem ist, es wurde halt noch nicht viel gezeigt. Es wurde zum Beispiel extrem wenig von dem Café gezeigt. Relativ extrem wenig, ich bin mehr aber. Warte mal, ich glaube, ganz am Anfang war da auf jeden Fall was. Ich würde vielleicht mal ganz nach Anfang machen. Ja, Local Shop. Ja, Leute, also so sieht es aus. Hier steht nicht, wie teuer das ist. Das wird hundertprozentig was kosten. Das ist, also die würden jetzt, glaube ich, das hier schon erstmal hinschreiben, dass es halt gratis ist. Aber ist es, glaube ich nicht, Leute. Das ist ein Local Shop, was man kaufen kann. Es gibt 140 Möbelteile. Okay, Leute, ich bin gerade richtig geflasht, weil 140 ist extrem viel. Downtown Loft hat 101. Neon Rainbow Apartment hat 99 Teile. Ich müsste das dann gucken. Okay, warte mal. Wir haben so. Oh, wir haben neue Desserts. Und wir haben noch so. Oh mein Gott, wir haben noch so Päckchen, wo wir das einpacken könnten. So. Und wir haben neue. Oh mein Gott, es ist einfach nur so viel los, Leute. Und das ist hier auch so ein, quasi so ein, ja, so ein anderer Shop, wo New steht. Okay, Leute, ehrlich gesagt, ich gehe mal jetzt raus aus dem Toka-Mix und ich möchte jetzt tatsächlich im Shop mal nachgucken, wie teuer oder wie viele Möbelteile haben alle anderen Sachen. Sport, ich dachte mir wirklich, dass Sport und Spaß Möbelpaket vielleicht noch mehr hat, weil... Also, I love it und ich liebe es und es hat eigentlich extrem viele Möbel-Sachen. Es hat aber 100. Also, der neue lokale Shop hat einfach 40 mehr. Es ist extrem krass. Ich möchte auf jeden Fall, liebst du Design? Warte mal. Romantisches Strandhaus hat nicht so viel. Es hat nichts so viel. Warte mal. Hä? Okay, Hello Kitty and Friends Paket hat 5 mehr.
Luxusvilla ist auch relativ... Okay, alles klar. Also es hat... Hello Kitty Paket hat auf jeden Fall mehr Möbelteile, einfach nur weil es sind ja auch vier Charaktere und ehrlich gesagt, die ganzen Hello Kitty Sachen, es ist auch extrem viel. Ich bin richtig hyped, wie viele Teile es jetzt, also wie viele Teile davon wirklich Möbelteile sind von dem ganzen neuen Shop, weil das sind ja, wie ich schon gesagt habe, das sind ja viele Kleinigkeiten, so zum Beispiel so irgendwelche Aufsteller mit irgendwo steht irgendwie so Sale oder New oder sehr viele Poster, noch irgendwas, also wirklich, es gibt schon extrem viele Möbelteile, aber wenn diese Poster auch zu Möbelteilen zählen, dann schon ein bisschen wenig. Also nicht ein bisschen wenig, sondern halt, es ist schon auf jeden Fall viel. Ich möchte auf jeden Fall sehen, was für Pflanzen es gibt und was allgemein so auch so vielleicht für Sitzangelegenheiten, vielleicht gibt es sowas überhaupt nicht. Kann ja auch alles sein. Wir gucken auf jeden Fall, was es alles gibt, was es alles nicht gibt, weil ich glaube, im Trailer wurde auch noch nicht alles gezeigt, Leute. Natürlich noch nicht alles. Und ich bin extrem hyped. Ich liebe das so sehr und ich hoffe auf jeden Fall, dass es schon morgen rauskommen wird, damit ich morgen für euch wunderschönes Video machen kann, wie ich das Ganze Ding teste und vielleicht, wie gesagt, wir machen noch auf jeden Fall noch ein Bildblättel daraus. Wir machen noch alles Mögliche daraus. Suche dir für dein neues Haus einen Ordner. Ja, ich weiß doch schon. Alles gut. Ich brauche keine Häuser gerade. Alles gut. Ich habe schon alles. Leute, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur so krass jetzt gerade von den ganzen Sachen. Es ist overwhelmed, sagen wir mal so. Ich bin ein bisschen Englisch hier unterwegs. Aber extrem krasse Sachen. Ich möchte auf jeden Fall mal testen, was da alles gibt, Leute. Und auf jeden Fall, wir sehen uns, glaube ich, erst morgen bei dem ganzen Haus. Ich hoffe, dass es morgen kommt. Wenn nicht, dann übermorgen. Auf jeden Fall, ich gucke auf jeden Fall, weil ich das Video veröffentlichen kann für euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und hoffentlich bei dem nächsten Local Shop Unboxing Try-On-Test-Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!